Der Angriff auf dieses Kinderkrankenhaus in Kiew sorgt weltweit für Entsetzen. Bei einem russischen Raketenangriff wurden laut Behörden mindestens 2 Krankenpfleger getötet und 7 weitere Menschen verletzt, darunter auch Kinder. Der Angriff kam für die Mitarbeiter der Klinik völlig überraschend. Warum Kinder? Aus irgendeinem Grund dachten wir immer, dass dieses Krankenhaus geschützt sei. Wir waren uns einfach zu 100% sicher, dass sie hier nicht zuschlagen würden. Und nun ist es doch so gekommen. Es hat sich so ergeben, wie es sich ergeben hat. Vor allem die Intensivstation sowie die chirurgische und onkologische Abteilung wurden bei dem russischen Angriff schwer getroffen. Operationen mussten unterbrochen werden. Am Morgen haben wir nicht operiert, weil es Luftalarm gab. Aber dann wurde er beendet und wir haben einen Patienten in die OP gebracht. Während der Operation gab es wieder Alarm. Aber wir können das Kind nicht vom OP-Tisch nehmen, wenn es operiert wird. Normalerweise bringen wir die Operation zu Ende. Aber in diesem Fall war es nicht möglich, weil alles zerstört wurde. Alle Geräte sind ausgefallen. Wir mussten das Kind beatmen. Aber jetzt ist alles in Ordnung mit ihm. Es wurde in ein anderes Krankenhaus verlegt. Der ukrainische Inlandsgeheimdienst erklärte, es lägen eindeutige Beweise für den russischen Angriff vor. Moskau bestritt jegliche Beteiligung an dem Raketenangriff. Unterdessen wurde in Kiew ein Tag der Trauer ausgerufen.